Hallo Leute, ein kleiner Hintergrund. Und zwar heute mal ohne Hintergrund gibt es jetzt ein kleines Speed-Unboxing. Und zwar zu einem kleinen Paket, was ich jetzt gerade bekommen habe vom Eddie. Vielen Dank echt davon. Gute Kamera! So, ja, und jetzt machen wir es einfach mal auf. Hier ist übrigens das Paket. Ne? Ich zeige euch natürlich nur das. So. Weil oben ist die Adresse drauf. So, dann machen wir das mal hier seitlich auf. Das mache ich jetzt mal an Kamera. Damit wir es. Ich sehe es gleich wieder. Wartet. Ja. Ist ein bisschen schwer aufzukriegen, ja? Ach so. Also ich bin zu blöd, um es aufzumachen. So ist es eher. Oh, Hammer. So. Ich habe jetzt hier etwas drin, was mir sehr gut gefällt und worüber ich eigentlich nur stolz sein kann. Bis auf die Kamera, wenn die mal laufen wird. Ja, und zwar mit der awesome Schere haben wir das jetzt gerade aufgemacht. Und zwar habe ich nämlich Gummibärchen bekommen. Yay! Point Planet, Punkti! Nice, nicht schlecht. Ja, warum nicht? Aber darum geht es ja nämlich nicht, sondern um eine leere Kiste. Nein, natürlich um das hier. Ich habe ein T-Shirt bekommen. In der Größe L. Schlecht mal nachher anprobieren. Wo meins drauf ist. Yo, das hätte ich mir jetzt. Das sieht geil. Das. Alter Hammer. Hammer. Wasch in weiß. Okay, Premium Qualität. Okay, gut. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ich zeige euch das jetzt mal in einer anderen Perspektive. Ich lege das jetzt mal hier so hin leicht. Hier, ein Weekend-Cosplay. Ja, ist doch schön groß geworden. Zwar nicht komplett ganz groß, aber das wollte ich auch nicht mehr, weil es mir zu teuer gewesen wäre. Aber so ist es schon schön drauf gedruckt. Ja, bisschen gleich kann ich, aber gut, das Bild habe ich ja so gemacht. Von daher ist es okay. Also ich finde es richtig, richtig Hammer. Ja, weil man muss erstmal von seinem eigenen Cosplay ein T-Shirt haben. Das ist natürlich schon das Seltenste. Und dann müssen wir mal hier hinten drauf gucken. Vor allem weiß. Weiß mit schwarzem Rand. Hoffentlich wird es nicht so schnell dreckig. Aber das ist doch richtig geil. Besuche mich auf Facebook, ja. Unter www.facebook.com/weekendcosplay. Das habe ich eigentlich, finde ich auch sehr schön gemacht eigentlich. Warum nicht, ne? Finde ich nice. So. Und echt, jetzt mal noch wieder mal riesen Dankeschön nochmal an Eddie auch dafür. Also, nicht wundern, ich bin erstmal ein bisschen noch verschnupft. Eigentlich, Videos machen ist jetzt eigentlich nicht der Fall, aber in der Hinsicht mache ich das Video jetzt mal. Ja. Es ist der Ultra-Hammer, das sowas zu bekommen. Also, das. Ja. Mir fehlen die Worte wirklich, Eddie. Danke, wirklich, danke, echt danke. Und ich wünsche dir trotzdem noch alles Gute, dass es noch weiterhin mit uns, mit Max und Daikuri und anderen Convention und Cosplayer und Freunde und allen drum und dran wirklich gut klappt, dass wir weitere gute Videos machen, so wie du es auch mein letztes Mal gesagt hast. Und mit deinem Problem, das wird sich auf alle Fälle schon noch klären. Ich wünsche dir wirklich, dass es wirklich klappt. Alles Gute und wie gesagt, kommt wirklich, wirklich vom Herzen. Also wie gesagt, ja. So, es war mal ein kleines Unboxing, in der Hinsicht der schnelle, ja, was haltet ihr von dem T-Shirt? Sagt ihr, ja, das brauchen wir aber eigentlich nicht als Cosplayer, oder findet ihr, das ist richtig nice? In der Hinsicht, manche haben gesagt, ja, aber eigentlich braucht ihr das doch nicht als Cosplayer. Ich wiederum finde, es ist ein nices Gimmick, richtig, richtig Hammer. So, was muss man erstmal bekommen? Ich kann nicht nur schlecht mit einem Arm irgendwie was machen hier. Ich werde es gleich mal nachher anziehen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Werde dann nochmal Bilder machen von damit auf Facebook stellen. Ja, also ich finde es richtig nice. Ja. Wie gesagt, das ist meine Seite, das sind meine drei Cosplays. Ja, von daher. Ja. So, das war's. Ich hoffe, ihr habt ja noch viel Spaß. Ich werde mir auf alle Fälle viel Spaß mit dem T-Shirt haben. Wann ich es anziehe, ist ein sehr kurzärmliches T-Shirt. Das werde ich natürlich jetzt noch nicht anziehen, weil es noch sehr dünn, also weil es noch sehr ist. Und ich bin noch leicht erkältet, das ist natürlich jetzt noch klar. Aber ansonsten, irgendwann werde ich auf alle Fälle mal anziehen.
30 Grad kann man es waschen, waschhinweis. Und ja, das war's. Ich werde noch viel Spaß mit dem T-Shirt und den Gummibärchen haben. Und vielen Dank nochmal, Eddie. Echt, dafür gibt es einen riesengroßen Daumen hoch. Das hätte ich nie im Leben erwartet, sowas. Echt Hammer. Und du bist einer der Top-Fotografen, die man echt kennt und sieht sowas überhaupt machen. Und vor allem dann auch noch gratis. Das ist ja noch das nächste Geile. Ja, also echt der Ultra-Shit Hammer. Echt Hammer. Wirklich, es gibt keinen wirklich nochmal, der sowas Geiles herproduziert. Daumen nach oben. Ja, wie gesagt, heute habe ich auch noch einiges zu tun, das wollte ich euch noch schnell sagen. Ich muss jetzt hier, ich zeige es euch jetzt mal kurz, dieses Teil abmontieren und hier unten das hier wegräumen, weil hier kommt eine komplette neue Vitrine hin und ich bekomme noch meinen neuen Stuhl. Das ist richtig nice. Heute alles gekauft und ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Super. Okay, das war's. Ich verabschiede mich und auf alle Fälle lasst auch ein Eddie einen Daumen oben. Wenn ich nicht wieder vergesse, ich bin eigentlich immer so vergesslich. Naja, soll nicht forcieren. Wird unten nochmal der Link dazu stehen auf seiner Seite. Könnt ihr einfach komplett mal drauf gehen und ihn privat oder Fotomedia Steven, glaube ich, die Seite könnt ihr auf alle Fälle liken. Ja, könnt ihr auch mal anfragen oder wenn ihr selbst Kamera habt, wie er das macht und wie ihr das macht und euch austauschen. Ja, von daher verabschiede ich mich ganz herzlich. Er ist übrigens sehr nett, sehr netter Typ. Wirklich nur zu empfehlen. Und ja, von daher, ich verabschiede mich. Bis dahin, macht's gut, euer Tobi und tschüss.